Das Zschaitschorn ist mit 3019 Metern die höchste Erhebung zwischen dem Val Madris und dem Val Bergalga, zwei Seitentälern des Afastals. Morgens kurz nach 8 laufen wir bei milden minus 3 Grad los. Die Tour ist im SAC-Portal mit wenig schwierig klassiert. Trotzdem haben wir Steigeisen und Pickel dabei, was, wie man später sehen wird, eine gute Entscheidung war. Die Route folgt dem Bergalga-Bach, bis man südlich der Einmündung des Tschaitscha-Baches über den Fürger Berg schnell an Höhe gewinnt. Auf der linken Seite des Hoyerbühls vorbei erreicht man zunehmend steiler den Grat, leicht nördlich des Punktes 2981. Von hier fährt oder läuft man den Grat hinunter zum Punkt 2928 und von dort zum Gipfel. Wir verlassen den schattigen Talboden und sehen unser Ziel noch etwas unscheinbar vor uns. Starker Wind und hohe Temperaturen in den letzten zwei Wochen haben dem Schnee zugesetzt. Mit Harscheisen kommen wir auch auf der harten Spur auf den letzten Metern zum Grat gut voran. Oben angekommen, entscheiden wir den restlichen Aufstieg zu Fuß zu gehen. Wir montieren unsere Steigeisen und steigen 50 Höhenmeter auf zum Teil windgepressten, harten Schnee den überwächerten Grat entlang ab und 90 Höhenmeter zum Gipfel wieder auf. Ob wenig schwierig die Tour richtig beschreibt, scheint bei den aktuellen Verhältnissen eher fraglich. Noch ein paar wenige Schritte und wir sind oben. Auf vielen Gipfeln in der Umgebung sind wir schon gewesen. Das Zschaitschorn hingegen ist für uns ein neuer Berg, was die Freude an diesem schönen, windstillen Tag hier oben zu sein noch vergrößert. Wir genießen das Panorama und machen uns dann auf den Rückweg zum Punkt 2981, wo wir unsere Skier deponiert hatten. Der Grat ist nicht schwierig, aber man muss die Wächte an der Ostseite und die Steilheit der Flanke auf der Westseite beachten. Wir waren froh, dass wir mit Steigeisen unterwegs waren. Kalt ist nicht, ne? Das ist angenehm. Der Piz Galajun und die Cima da Lake thronen über dem Talschluss des Val Madris. Der lange Weg durch das Tal hat uns bislang von einer Besteigung abgehalten. Bevor es in die Abfahrt geht, blicken wir auf das 1000 Meter unter uns liegende Juppa, wo wir am Morgen gestartet sind. Gerne würden wir zum Schluss des Videos Sequenzen einer schönen Abfahrt durch Pulverschnee oder Firn zeigen. Leider war uns das heute nicht vergönnt. Die Abfahrt war oft nur ein kontrolliertes Abbauen von Höhenmetern. Anstatt entlang der Aufstiegsspur abzufahren, kann man auch bei sehr sicheren Lawinenverhältnissen die Skier zum Gipfel tragen und über die Pürder Furka nach Pürth abfahren. Die wenigen Partien mit brauchbarem Schnee genießen wir umso mehr, die Landschaft sowieso und am Ende der Tour den Kuchen in der Hütte am Skilift von Juppa, der mit seinem nostalgischen Flair angenehm aus der Zeit gefallen zu sein scheint.